glaube, das wird fad werden. Aber das ist ja aufregend. Das ist ja der dritte, den sie erwischen. Vielleicht schlagen sie fast tot. Ja, wenn es nur einen vierten gibt, der macht in die Hosen und rennt davon. Na, wie weit zur Grenze hat er schon? Da hören sie, wie die Leute jubeln. Schauen sie, da fahren sie vorbei. Kommen sie. Auch einen Grund? Herr Statthalter. Kaiserliche Hoheit, darf ich bitten? Kaiserliche Hoheit. Was hört man von der Witz? Pardon, Rummerskirch. Ist er schwer verwundet? Man bringt ihn ins Spital. Weiß man was Näheres? Noch nicht, Hoheit. Schicken Sie jemanden zu ihm. Ich will sofort Bericht haben, bis ihm geht. Darf ich bitten, Kaiserliche Hoheit? Bitte, Hoheit. Herr Hoheit, bitte. Bitte, Hoheit. Bitte. Exzellenz. Bitte. Ach so, ja. Darf ich bitten, Kaiserliche Hoheit? Bitte, Hoheit. Bitte. Bitte, hier. Darf ich bitten. So, Herr Bürgermeister, jetzt können Sie uns die Herren vorstellen. Stadtrat Fritzi. Stadtrat Markovic. Stadtrat Jelitschka. Und Polizeirat Radic. Sie also sind der Herr, der hier für die Polizei verantwortlich ist. Da drücke ich Ihnen meine Anerkennung aus. Sie können stolz sein. Kaiserliche und königliche Hoheit, Frau Herzogin, Herr Statthalter, meine Damen und Herren. Wir begrüßen Ihnen, Kaiserliche Hoheit, nicht nur den Vertreter unserer erlauchten Dynastie, den Neffen und Erben seiner Majestät, unseres geliebten Kaisers, sondern auch die tapferen Soldaten und erfahrenen Staatsmann. Als die Landes- und Kreishauptstadt Sarajevo vor wenigen Wochen die erfreuliche Nachricht erhielt, dass Kaiserliche Hoheit und die erlaubte Frau Gemahlin an diesem heutigen Tage in unseren Mauern weilen werden, da wusste ich, dass sowohl die Bevölkerung als auch die Behörden meine unaussprechliche Freude teilen würden. Klopfende Herzens und voller Erwartungen haben wir alle diesen großen Tag herbeigesehen. Jawohl, damit ihr Bomben schmeißen könnt. Wenn das Attentat geglückt wäre in seine kaiserliche Hoheit, das Unheil, das das angerichtet hätte. Man wartet ja nur auf einen Anlass. Wir und die anderen. Mhm. Ich weiß schon. Die ganze Welt ist ein Pulverfass. Funke genügt. Rummerskirch. Rummerskirch, Sie haben doch das Konzept meiner Rede. Wieso denn?
Du wolltest doch was anderes sagen. Das war vorher. Aber du hast mir doch versprochen. Herr Bürgermeister, meine Herren Stadträte, meine Damen und Herren, ich beschränke mich nach den Vorkommnissen von heute unter Weglassung aller Einleitungsfloskeln auf den mir wichtigsten Teil meiner geplanten Rede und sage Ihnen, die Sicherung einer glorreichen Zukunft unserer Monarchie, die ihre historische Mission durch ihre ruhmreiche Vergangenheit erwiesen hat, stellen wir an die Spitze aller anderen Erwägungen und Gefühle. Sie sehen auch jetzt, in diesem schicksalsschweren Augenblick, in mir keinen Feind, jedoch einen zutiefst enttäuschten und erbitterten Freund Ihres Landes. Und ich richte mit schwerem Herzen die folgenden Worte an Sie. Seine Majestät, der Kaiser, wird erforderlichenfalls Mittel und Wege finden, jener Elemente Herr zu werden, die gerade hier die Untergrabung unserer altehrwürdigen Monarchie sich zum Ziele gesetzt haben. Ich bin schon neugierig, was die da oben auskochen werden. Na, ewig da bleiben können sie da auch nicht. Was sagst du, Peppe? Was? Mir brennt der Schädel, ich brauche etwas aus der Apotheke. Du hast was aus der Apotheke. Mir ist schon alles wurscht. 20 Kronen hat er mir gegeben, damit ich mit dem wohnen fand, nicht mit dem anderen. Und gerade dem anderen hat's nicht erwischt. Frau Kortner! Okay, du kannst doch nichts dafür. Ich sag immer, Schicksal ist Schicksal. Der redet nicht so blöd. Und wenn's erwischt, dann erwischt's. No. Das Programm sieht noch eine Besichtigung der Stadt vor. Tja, ja. Zurück über den Quai. Durch die Franz-Josef-Straße. Jedenfalls muss der Quai geräumt werden. Müsste die Truppen kommen lassen. Ach, Unsinn. Ja, aber in 6 Stunden können sie hier sein. Ist zu spät. Ach Gott, also, da muss man eben das Stimmrecht verhängen. Ihr wisst doch nur die eiserne Faust. Das würde unsere Lage doch nur verschärfen. Ja, meiner Ansicht nach müsste man den Hof zukommen lassen und direkt nach Wien zurückfahren. Dann wären wir also hier fertig. Nicht ganz. Es wäre noch ein Besuch Ihrer Hoheit vorgesehen. Eine Ausstellung hier im Hause. Heilige Hanin. Frei? Aisha Hanin. Frei? Zerbitter. Sehr erfreut. So, jetzt zeigen Sie mir meine Geschäfte. Darf ich bitten? Ach, wie schön. Wo wird denn das erzeugt? In Mostar, Hoheit. So, in Mostar. Da muss ich auch mal hinfahren. Nächstes Jahr vielleicht. Mit den Kindern. Oh, wie reizend. Haben wir das? Wirklich schön. Filigran. So zart. Hoheit, einen Moment bitte. Gestatten, Hoheit. Wir haben in Wien auch sehr schöne Filigrane, aber das den Salzburgischen, na endlich. Ich bitte um Entschuldigung, Hoheit. Ich bin so schnell gekommen, als ich nur konnte. Haben Sie was erfahren? Ich bitte, mir nichts zu verheimlichen. Nicht sehr viel, Hoheit. Wirklich schön. Wir haben alle Mittel angewendet. Ich würde ja viel weiter gehen. Aber das Gesetz... Also wir sind Gefangene hier. Eingekerkert. Entsetzlich. Ist das ein Gürtel? Meine Tochter hat das gestickt, Hoheit. Sie ist 15 Jahre alt. Sie ist 15 und schon so geschickt. Da können Sie wirklich stolz sein. Weil an jeder Straßenecke eben der Mörder stehen kann, um auf meinen Mann zu schießen. Sind alle Attentäter verhaftet? Ich fürchte, nein. 3 sind hier unten im Rathaus. Sie werden gerade verhört. Schon gut. Das möchte ich gerne kaufen. Meiner Tochter mitbringen. Die ist gar nicht gut in Handarbeit. Aber sie ist erst 13. Haben Sie auch Kinder? Meine beiden Söhne sollen auch mal eine Prüfung ins Gymnasium haben. Hoheit. Ja? Man sollte warten, bis die Truppen kommen. Es kann nur ein paar Stunden dauern. Das wird er nie tun. Dann bin ich ratlos, Hoheit. Ich auch. Danke. Danke, meine Damen. Es war sehr hübsch. Es hat mich sehr gefreut. Und ich wünsche Ihnen einen großen Erfolg für Ihre wirklich aufopfernde Arbeit. Wiedersehen. Ich weiß nicht. Ich bin am Ende.
kein Wort aus Ihnen herauszureden. Dann haben Sie die Kleinen ausgerechnet ins Rathaus gebracht. Vielleicht haben Sie erschlagen wollen. Und das hier war das Nächste. Zum Schluss rauchen? Ja, Zigarette. Ja, auch du keine Zigarette. Wir schienen. Jetzt hat's die Fliegen. Der hat ein feiner Tag. Wäre du in Wien blieben, könnt jetzt im Prater spazieren gehen. Oder in der Donau baden. Wissen Sie, wo ich jetzt sein möchte? Nicht in meiner Haut. Keine Truppen da. Jetzt habe ich sogar die da querfassen lassen müssen. Ja, auf wen wird's kommen? Ich frage sie, wer wird schon was anziehen? Hier ist es, Hoheit. Einen Stuhl für die Hoheit. Ja, sofort bitte. Aufstehen! Aufstehen! Nicht doch! Lass mich doch, bitte. Ich nehme an, Sie sind mitten im Verhör. Bitte doch weiterzumachen. Ja, also, nochmals. Habt ihr Komplizen? Und wo stecken Sie in diesem Augenblick? Ha? Wenn ihr weiter so verstockt bleibt, werden wir ganz andere Seiten aufziehen. Ihr verlasst euch wohl auf unsere milden Gesetze, was? Über die werden wir uns euer gegebenenfalls hinwegsetzen. In unserer Entwicklung.